Hallo MacFat-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Ken von Mr. und Mrs. MacFat. Heute möchte ich mit euch mein Battle Belt zusammenstellen. Durch den Battle Belt kann ich einiges an Gewicht von meiner Weste und somit von meinen Schultern runter auf meine Hüfte bringen und entlaste damit meine Schultern und somit so ein bisschen meinen Rücken. Ich könnte natürlich auch sagen, ich bringe alle Magazintaschen, die ich später an meinen Gürtel haben möchte, mit an meine Weste an, aber irgendwann wird es halt auch hier eng mit dem Entnehmen, ich komme nicht mehr raus oder ich mache sie alle nach vorne. Und wenn ich mich dann irgendwann mal hinlege, liege ich alleine schon einen halben Meter vom Boden hoch und es sieht einfach nur doof aus, wenn ich hier 6 Magazintaschen voreinander herschleppe. Außerdem bietet es mir ein bisschen Bewegungsfreiheit. Ich komme mit meinen Armen enger ran und schubbel hier nicht, bleib an den Magazinen hängen und muss permanent wie Meister Propper mit zu scharfen Deo durch die Gegend laufen. Also, lass einmal den Gürtel zusammenbauen. Was habe ich hier? Ich habe ein Innerbelt mit Flauschseite. Der wird wie ein ganz normaler Gürtel, hält ja meine Hose fest. Mein Battlebelt mit Molle-Schlaufen. An meinen Gürtel mache ich 2 M4 Magazintaschen, eine Pistolentasche, eine Dump Pouch für leere Magazine, eine kleine horizontale Tasche. Zusätzlich kommt noch mein Pistolenholster. Das ist alles Gewicht, das ich dann an meiner Weste oder von meiner Weste runterbringe an den Gürtel. Also lasst uns anfangen. Ich würde sagen, wir starten mit dem Innerbelt. Ich ziehe mir den einmal durch meine Hose. So, den Gürtel habe ich zugemacht und trage ihn jetzt dauerhaft in der Hose. Anschließend nehme ich mir mein Battlebelt, lege ihn hier mal einmal an, plätte ihn ringsherum einmal fest. Jetzt geht es um die Ausrichtung der einzelnen Taschen. Ich werde immer darauf achten, die Pistolentasche nicht hier vorne, weil wenn ich mich jetzt hinbeuge, steche ich mir permanent mit dem Magazin selbst in den Bauch. Also sollten wir den an die Seite machen, so dass er nicht stört. Einen der beiden Fächer sollte es auf jeden Fall werden. Nehmen wir erstmal den hinteren. Anstatt ihn jetzt einmal komplett durchzumollen und richtig einzuschlaufen, stecken wir ihn erst einmal nur komplett durch, um herauszufinden, ob die Position überhaupt passt. Dass wir einmal vorab alles grob aufeinander jetzt aufbauen. Im Anschluss an die Pistolentasche direkt die beiden M4 Magazintaschen machen. Jetzt am Anfang geht es nur erst einmal darum zu finden, ist alles an der Position, komme ich daran, stört es irgendwo, bevor ich es komplett durchschlaufe und dranmolle, dass ich es einfach wieder abmachen kann und neu ranmachen kann an eine andere Position, um rauszufinden, ob es mir da gefällt oder nicht. Jetzt würde ich einmal Magazine reinstecken. Meine Weste wieder anziehen und gucken, ob das Ganze mich irgendwo stört oder behindert und ob ich leicht rankomme. Dann sollte ich mich vielleicht einmal bewegen, so passt es. Beugen kann ich mich, so kann ich auch, ohne dass mich das Pistolenmagazin hier stört. Ran komme ich auch ganz leicht. Hier auch. Und dann das nächste auch. Das heißt, für mich sind die Positionen vollkommen so okay. Man könnte jetzt eventuell noch eine Reihe nach vorne jeweils, aber ich würde es erstmal so spielen und gucken, wie es sich nach dem Spieltag dann macht. Bisher fühlt es sich ganz gut an. Ich habe hier vorne meinen Freiraum, kann mich auch in Ruhe einmal hinsetzen, ohne dass mich irgendwas stört oder drückt. Machen wir mit der Dump Pouch weiter. Die würde ich relativ nah dann dran. Einen Platz würde ich hier freilassen oder zwei. Ne, einer reicht. Ein Platz freilassen, dass wenn der zusammengefaltet ist, hier super hinpasst. Genau so. So ist die Dump Pouch relativ nah an den Magazintaschen. Und wenn ich mein altes Magazin nehme, kann ich es abwerfen und im Rückzug direkt ein neues nehmen. Hier ist eine Besonderheit, hier sind so Stripes dabei. Die werden einmal komplett dann hier durchgesteckt. Und auch mit dem Molle, mal im Gürtel, mal in der Dump Pouch, mal im Gürtel, mal in der Dump Pouch hier durchgezogen,
Hier mache ich es genauso, dass ich einmal zum Test direkt hier dann den Gürtel durchschlaufe und dann hier oben verriegel. Nach der Dump-Pouch lasse ich wieder ein frei und würde dann meine kleine Tasche nehmen. Ich würde sogar zwei freilassen, dann haben wir hier einen schöneren Raum für die Dump-Pouch. Dann haben wir hier noch Platz für das Pistolenholster gleich. Aber erstmal machen wir jetzt die Tasche hier fest. Gut, die Tasche ist soweit auch dran. Würde ich sagen, gucken wir, wo wir das Holster dran machen. Dafür würde ich den Gürtel wieder einmal ummachen, das Beinholster an die Beine halten und gucken, wo wir damit hinkommen. So, das Holster ist dran. Position ist gut. Kommt schön rein. Wegstecken geht auch gut. Und haben ganz klar die beiden Schlaufen. Hier werden wir jetzt den Zwischengürtel einmal rausziehen. Hier durch das Loch raus, durch und wieder zurück, damit das Holster hier schön am Bein hängt. Jetzt haben wir alles einmal provisorisch dran. Ziehen wir den Gürtel noch einmal an. Beinholster sitzt gut, nicht zu weit hinten, nicht zu weit vorne, finde ich, ist eine gute Position. An die Tasche komme ich ganz gut ran. Meine Dump-Pouch, in die ich reinkomme, meine zwei Magazintaschen und die Pistolentasche. Und merke, mich stört hier nichts. Was mich gerade so ein bisschen stört, ist, wenn ich die Pistole ziehe, dass ich jedes Mal hier an der Tasche hängen bleibe. Da hätte ich gerne einen mehr Platz. Vielleicht rutsche ich mit der Tasche allgemein einen weiter einfach nur. Oder wir haben ja hier vorne noch den Platz. Ich rutsche alles einen weiter und brauche dann auch für das zweite Magazin nicht ganz so weit greifen. Bevor ich jetzt alles festmolle, habe ich das Ganze noch ein paar Mal ausprobiert und jetzt doch festgestellt, dass ich alle Taschen einen Platz nochmal weiter nach vorne setze. Und jetzt lohnt es sich natürlich, dass ich noch nicht komplett festgemollt habe. So, jetzt haben wir alles wieder fest. Jetzt wackelt hier auch nichts mehr. Machen wir das Ganze nochmal um und gucken, wie es aussieht. Das Holster wird gut. Ein Freiraum, wir kommen überall rein, raus. Magazintaschen lassen sich gut ziehen. Bleiben nirgendwo hängen. Auch das Pistolenmagazin lässt sich gut ziehen. Wenn ich mich hinhocke, sticht es mir nicht in die Seite, sondern geht gerade so noch dran vorbei. Viel weiter nach vorne würde ich es in dem Fall nicht machen. Wieder die Handschuhe rein. Und damit ist das Battlebelter-Setup fertig. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt zu dem Video, dann würde mich eure Meinung auf jeden Fall interessieren. Schreibt es unten in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Herzlich willkommen live auf YouTube. Was kann ich für Sie tun? Einen wunderschönen guten Tag. Haben Sie Ihren Gürtelschutz zusammengebaut? Ich bin gerade dabei.